Willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge. Wir sind ja jetzt mit der Versorgung von den Städten zugange und jetzt habe ich hier auf dem unteren Teil habe ich auch noch zwei Bauernhöfe gefunden. Hier der rechte Bauernhof, der fährt ja schon zur Fabrik, aber wir haben ja hier noch eine Fabrik für die Seite, die Brot und die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. So, jetzt würde ich sagen, wir fangen dann erstmal an und machen mal diese Brotfabrik, dass wir hier, was weiß ich, schon mal ein bisschen was am Brot hinliefern. So, wir nehmen dann mal schon mal hier eine Fahrzeugfabrik. Wir stellen die erstmal hier hin. So. Dann gucken wir mal, Güter, was haben wir denn hier? TNT, was passt denn zum Schenker, ja. Warenlager, aber das ist ja auch ein Warenlager, nur Schenker. Da ist dann gar kein Name bei. So, drehen wir das dann mal. Hier neben die Brotfabrik. Ich würde es auf diese Seite hier machen, weil ich weiß nicht, die andere Seite, da müssten wir wahrscheinlich wohl einen Zug hinfahren lassen, weil das sonst zu weit ist mit den LKWs. So, oder ja, wir setzen den ziemlich weit hier hin, am Bahnhof. Ja, ich weiß nicht, ob er dann noch das annimmt. Testen wir es einfach mal. So, eine Straße. Müssten wir schon etwas bessere nehmen. Hier nehmen wir so eine. So. Verbinden diese schon mal hier dran. Und die dann einmal hier hin. Sieht jetzt nicht so schön aus. Ja, kann man aber lassen. So, und dann vielleicht noch mal die Straße bis hier. Und dann an die Hauptverkehrs... Das ist ja auch noch keine Hauptverkehrsroute. Naja, aber... hier mit dran, so. Und vielleicht hier auch noch mal so dran, dass das so irgendwie funktioniert. Aber es funktioniert nicht, es ist zu weit weg von der Brotfabrik. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Straße nehme und die noch hierher lege, so. Und als Anschluss noch da an die Brotfabrik, dann klappt es, ja, dann können wir es ja so lassen. Prima. So, müssen wir noch gucken, dass wir jetzt ein... Das haben wir schon. Hier jetzt noch auch was zum Abholen hinstellen. Dann nehmen wir aber dies hier. 30 Meter. So, falls da nochmal irgendwas kommt. Das ist ja eigentlich nur für den Bauernhof hier gedacht. So. Und dann fangen wir mal an, uns Fahrzeuge zu suchen. So, Bauernhof. Gut, ich habe wieder neue Mods runtergeladen. Diese Sattelschlepper mit Funktion. Und hier diese Container auch mit Funktion. Da wird demnächst noch ein Mod von rauskommen. Den gibt es in zwei Varianten. In Absetzmulde 1 und V2. Hier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der macht, glaube ich, gar keine Funktionen. Und dieser hier, der tut die Mulde, also den Container absetzen und auch wieder aufladen. Und man kann auch den im Asset kriegen mit Beladung und sowas. Dann kann man das sofort einstellen. So, der holt Getreide. Der holt auch Getreide. Dann nehmen wir doch einfach mal einen grünen Drecker. Einen roten Drecker. Kaufen die, nee, den habe ich ja schon gekauft. So, den nochmal wieder weg. So, eine Linie. Haben wir denn noch irgendeine Linie frei? Hier Linie 4 ist noch frei. Das weiß ich aber jetzt nicht, wo die hergeht. Ich muss auch noch alle Linien eigentlich benennen. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt hier eine neue Linie machen. So, neue Linie. Und zwar hier vom Bauernhof.
zur Brotfabrik. So, nennen wir die Wörishofen. Hofen. Bauer. Fabrik. Ja, das Brot. Fabrik. So. Nehmen wir dann auch muss ich ja groß zurück. So. Noch ein? Nein? So. Linie 1. Ich müsste mir mal angewöhnen, dass wir vielleicht Raute 1 dahinsetzen. Das sind dann die Linien, die Lebensmittel und Güter transportieren. So, muss ich dann mal bei Gelegenheit noch umändern. So, wir sind aus der Pause raus, ja. So, die Trecker sind schon unterwegs. Nein, ich sehe sie noch nicht. So. Funktionieren tut's. Sonst wäre ja eine Fehlermeldung. So, da sind die Trecker. So, die müssen wir jetzt auch auf diese Linie setzen. Na, komm. Runter. Wörishofen Brotfabrik. Hat es jetzt schon angenommen? Nee, nicht wirklich. Was soll das denn jetzt? Habe ich wieder was falsch gemacht? So, gucken wir noch mal. So, die Linie. Nein, ich will nicht den Bauernhof konfigurieren. So, Linie. Wörishofen, ja, das läuft, okay. Jetzt müsste ich nur noch den Fahrzeugen hier in der Fabrik, wenn ich sie irgendwie finde. Oder sind sie? Ach, sie sind schon unterwegs hier. Das muss einem ja auch gesagt werden. So, einer. Wo ist der zweite? Ah, der kommt da. Der fährt da schon. So, gut. Ist zwar wahrscheinlich ein bisschen wenig, müssen wir nachher mal gucken. So, jetzt müssten wir dann von dem großen Bauernhof auch noch hier irgendwie. Ja, das Problem ist jetzt nur hier in die Gleise rein und hier wieder ausfädeln nach hier hinten. Wäre das Einfachste. Da gibt es keine Gleise, das sind die Einzisten. So, würde ich dann sagen, hier im im Bauernhof ein Bahnhof hingesetzt, zweispurig. Güter. So. Lasst uns trotzdem mal dreispurig machen. Höchstgeschwindigkeit einmal drehen. So. Wenn wir dann vielleicht später mal da weiter müssen. So, jetzt noch die Schienen dazu. Ist natürlich jetzt mit der ganzen Straßenkonstruktion da ein bisschen blöde, weil da müsste man ja zu viele, aber es ist halt so. Da sind sie ja, das ist dreispurig.
So. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kommen wir auch an den Straßen vorbei. Das wäre ja auch vielleicht ein schöner Nebeneffekt, dass wir dann an den Straßen vorbeikommen. Die liegt ja sowieso ein bisschen höher. Vielleicht hier eine kleine Brücke hin. So. Ein bisschen höher. Dann passte das schon. Aber nicht jetzt die Brücke. So, ich würde gerne wieder so eine alte nehmen. So. Und vielleicht noch ein Stück zurück. So. So. Das gleiche Teil nochmal daneben. Bau nicht möglich. Okay. Ja, ziehen wir sie erstmal hier rüber. So. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So. Jetzt müsste das auch passen, jawohl. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir dann hier mit den Schienen hier so weitergehen. So rum. Und dann vielleicht in die laufende Strecke. Das wäre ja nur für ein kurzes Stück. Bis hier so. Da müsste man gucken, dass man hier so wieder rauskäme. So. Und dann hier auch. Warum ist da jetzt der Bau wieder nicht möglich? Das müssen wir dann noch mal gucken. So. Dass wir hier so ausfädeln. Wäre aber der falsche. Da müssten wir erst mit der linken Seite beginnen. Hier so ausfädeln, so. So. Und dann hier den zum Einfädeln haben hier. So. Na, okay. So, dann müssten wir mal gucken, dass wir dann hier. Da ging's. Aber da könnte, ich reiß das noch mal ein Stück weg. Hier so. Weil da könnte man ja auch den Erdwall hinmachen. Da brauchen wir ja nicht nur eine Brücke. So. Den Wall dahin, ja. Und bei der Seite. Oder wir fangen einfach von der Seite hier an, so. Auch. So. Das ist aber irgendwie nicht synchron, weil da müssten ja die Masten richtig sich stehen. Nein, nicht so darüber. So, komm weiter, ja. So, nein, nicht darüber. So. Und dann das Stückchen da dran. So. Ah, das geht dann schon mal. So. Jetzt schnell hier noch die Signale hin. Hier ein Ausfahrtssignal, hier ein Signal. Und hier das Signal. So. Gucken, ob wir das X eingeschaltet kriegen. Ja, kriegen wir. Auf der Seite. Kriegen wir auch das X eingeschaltet hier? Ja, kriegen wir auch.
Super. So, dann könnten wir jetzt hier die Schienen ja weiterlegen. So, jetzt müssen wir mal hier die Perspektive gucken. Da zu dieser Straße müssen wir hin. So, ich könnte aber auch von der Straße aus kommen. Hier schon mal die so legen, ja. Aber wie gesagt, ich hätte gerne eine alte Brücke, weil ich finde, die sind schöner. Ja, nehmen wir hier mal die. So. Ja, so. So, jetzt müssten wir der Straße nach hier hin zum Bauernhof. So, müssen wir erstmal gucken, wie wir am genialsten den Bahnhof legen. Ah, nehmen wir auch wieder den. Ah, noch ein Stück drehen. Ja, so ging das auch. Noch ein Stück zurück. So. Ich weiß noch nicht, da hinten kommt ja eigentlich nicht mehr. Doch, da kommen auch noch andere Sachen. Nehmen wir erstmal vierspurig und 3,20 lang. So. Aber bei vier Spuren passte das mit dem mit der Straße wieder nicht. Die Straße war so ein Stück weg. Setzen den Bahnhof hier so hin. So. Ah, 3,20 ist auch ein bisschen lang. So, setzen wir ihn so hin. Genau. So, Straße wieder dran. So, eine kleine Kurve. Und dann hier dran, jawohl. Müsste jetzt gehen. Ja, passt. So, und dann könnten wir jetzt hier die Schienen. Nehmen wir erstmal die Innenseite hier. Ah, erstmal ein Stück gerade raus, so. Na, komm. Hier nochmal ein Stück gerade raus, so. Jetzt hier so ein Stückchen rüber, dass wir an die Straße kommen gleich. So, hier an der Straße dran her. Da ist die Krümmung zu groß. Müssen wir hier nochmal so ein Stückchen weg. So, komm, wir gucken mal. So, jawohl. Zu viel Kurven wollen wir ja vielleicht nicht reinmachen. Sonst haben wir nachher zu langsam. So. Ah, 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 ah. So, schauen wir mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Ja, so, komm. So. Ja, das. Aber dann wird er zu langsam. Müssen wir gucken, dass wir hier so gerade weiterkommen und dann hier in die rechte Seite rein. So. Ah, ist noch nicht an. So, jetzt hat es. So, und hier dasselbe. So. Genau. Ah, wir hätten jetzt ja. Jetzt hätten wir ja auch schon. Ist egal. Dann bauen wir das nochmal um. Weil ich hatte jetzt hier. Hätten wir ein Stückchen weitergehen können und hier direkt den Bahnhof für das Holzteil direkt mit einplanen können. Aber ist egal. So.
jetzt wieder Signale setzen. So hier oben drauf. Dann vielleicht hier ein und da eins. Ah, das war falsch. So, nochmal wegnehmen. So, hier hin. Da und da. Da und da. Und hier stimmt jetzt wieder irgendwas nicht. Müssen wir nochmal ein Stück wegreißen. So. Das auch. Habe ich gar nicht beim Bauen gesehen, dass ich da kreuz und quer gekommen bin. Genau, das Stück müsste jetzt da rein. Und das Stück müsste jetzt bis dahin erstmal. Und dann hier rein. So. Hänge ich schon wieder daneben. Was baue ich denn heute für einen Mist? Böse Zungen würden behaupten, ich baue immer Mist. So, auf jeden Fall meine Frau wird das behaupten. Glaube ich. So, jetzt kommt meine berühmt-berüchtigte X-Weiche hier. Bei den letzten Mal hat es ja einigermaßen geklappt. So. Was es auch diesmal wieder tut. So, einschalten. Signal. So, und dann auf die Gegenseite. So, hier haben wir es ja. Da fädelt er ja dann ein. Das gefällt mir da auch irgendwie nicht so. Es ist ein bisschen zu, die Kurve finde ich zu groß. Ja, wir lassen es erstmal jetzt so. So, jetzt hierhin. Kann ich eigentlich hier in der Kurve eine X-Weiche hinmachen? Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Habe ich auch noch nie. Aber theoretisch müsste es doch gehen. So. So, wo habe ich denn hier? Habe ich angefangen? Da, so, da. Nee, geht nicht. Müsste aber doch theoretisch gehen. Jetzt habe ich zu viel weggerissen. Ah, neues Gleis legen hier. So. So, jetzt nochmal probieren hier diese X-Weiche. Krümmung zu groß. So wird es gehen. Aber in der Kurve funktioniert das wahrscheinlich nicht. Ne, geht da nicht. Müsste ich gucken, dass wir es erstmal so laufen lassen. Machen wir erstmal jetzt hier ein Signal hin. Wenn der Zug von da kommt, so. Eine neue Linie von da nach da, ja, sogar zweispurig, ja, läuft, und nur bis dahin. Ja, wegen der X-Weiche müssen wir dann noch mal gucken. So, ich möchte aber noch einen Zug heute auf die Linie kriegen. Müssten wir mal
Warte, hierhin ein Wegpunkt. Ist ja egal, welchen wir nehmen. So, hierhin nochmal auf die Linie. So, wenn ich jetzt von hier komme, müsste er praktisch über den Wegpunkt. Ja, passt doch. Alles gut. Ja, also jetzt kaufen wir uns noch einen Zug. Und dann gucken wir mal, was die Brotfabrik schon kriegt hier. Ja, so ein bisschen an Ware kriegt sie schon. Hier steht aber auch noch ein bisschen Ware rum. Vielleicht sollten wir mal die Terminals ein bisschen verlängern. So, Güter. So. Dann wird das vielleicht besser gehen. Vielleicht auch noch. Ja, so, die sind ja nur nicht die schnellsten, die Drecker, ne? Warte, wir nehmen jetzt noch mal. Hier sind ja die Fahrzeuge. Gucken wir noch mal. So, hier diese. Nein, die transportieren das nicht. Die auch nicht. Die haben eigentlich alle Güter. Wie viel transportieren die denn? Kapazität 25. Welche Farbe nehmen wir denn? Beim Bauern passt grüne. Ich nehme so einen und so einen noch. Und setzen den auch noch auf diese Linie hier. So, wo haben wir es denn? Würmshofen. Hier, da ist er. So. Da drauf. So, die Linie. Das ist die jetzt, ja. Das ist dann auch Bad Wörishofen. Ja. Wie haben wir denn die andere genannt? Wörishofen. Wörishofen. Bauern. Aber das ist doch das mit der Raute drin, genau. Dann nennen wir den auch hier. Wo haben sie? Hier die Linie. Wo ist sie? Ja, das ist die. So. Die müsste das sein. Dann nehmen wir die auch. Wörishofen. Wenn er schreiben würde. So. Nach hier vorne. Wörishofen. Wie habe ich unten geschrieben? Wörishofen Bauer Brotfabrik. Genau. So. Wörishofen Bauer Strich Brotfabrik Raute. Nee, da kommt ja die Raute nicht hin. So. Da kommt die Raute hin. Raute. 2. So, genau, jetzt müssten wir uns nur noch einen Zug suchen, den wir noch schnell auf die Linie setzen. Zeit ist nämlich schon fast wieder um. Die transportieren auch nur 5. Nee, dann gucken wir uns das hier mal an. Der ist schon am Wegbringen. 25, ja, das passt doch schon besser. So. Jetzt müssen wir mal gucken, von wo wir den Zug kriegen können. Na, von hier funktioniert das nicht. Nein. Müssen wir am besten nochmal ein Zugdepot hier hinsetzen. Ja,
vielleicht hier so, dass er dann daher fährt. So, ein Zugdepot. Drehen. Die Höhe muss schon passen, ja. Bisschen runter vielleicht. Ja, das ist zu viel. Ja, das ist dann zu weit runter. So, machen wir es einfach so. Schienen dran. Ja, das ist war ein bisschen zu nah. Müssen wir nochmal abreißen. Jetzt noch mal die Schiene hier so dran, so, dass er, ja, aber das wird dann doch, können wir so machen, ja, so hier die Schiene dran, hier so rüber, so, dann das Gebäude, das hatten wir, so, setzen wir uns ein bisschen weiter nach da hinten, Schiene, nein, zurück. So. Signal. Zwergi. So. Dann gucken wir mal, ob die X-Weiche hier funktioniert. Ja, die funktioniert auch. So, hier gibt es aber noch kein... Ah, das passt alles wieder nicht. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ist egal, lassen wir das Zugdepot da erstmal stehen und setzen uns einfach hier noch eins hin. Ist doch egal, man hat ja nie genug Zugdepots. Nehmen wir aber hier vielleicht mal, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, so ein großes brauchen wir nicht. Eine Schiebebühne wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, das sieht, müssen wir mal ausprobieren. Was ist das? U-Bahn-Depot. Ah, nehmen wir hier einfach so eins. So. Drehen wir es ein bisschen. Setzen es hier dran. So. Legen dann schon mal die Schienen von dem Teil hier auch vielleicht hier so rum, so dass es dann hier so reingehen kann, noch ein bisschen ziehen, so hier noch ein Zwergsignal hin, so, so das X ging auch, ne, ja, so, dann können wir ja jetzt das vom Zugdepot hier nehmen und auch noch hier reinsetzen, so. Das Signal steht ja da, also das wird schon mal passen. So, zwei Züge. Ich würde jetzt eine Diesellok nehmen. So, gucken wir mal, was wir als Diesel haben. Die hatte ich schon. Hier, diese hier. In welchen Farben haben wir die? Nur in der? Da ist sie nur in Rot. Das sind diese Loks, Tatsache. So, ja, dann würde ich dann nur in diesem Rot haben wir sie oder in diesem Grün. V90 Version. Komm, wir nehmen sie in diesem Grün. So, jetzt noch Cargo dran für Mais zu holen. Der passt. Der nicht. Der auch nicht. Der kann nur Brot. Der kann auch Getreide. Der kann Getreide. Cool, nehmen wir die. Nehmen wir die blauen.
48. Reicht. Kaufen, kaufen. So, auf die Linie. Würishofen, Linie 2. Ah, stimmt noch nicht. Müssen wir nochmal umbenennen hier. Das ist nicht Linie 25, das ist Linie 2. So. Jetzt noch eine schnelle Mitfahrt, damit wir gucken, wie es funktioniert. So. Fahren wir mit. Vorne drauf. Jawohl. So. Jetzt hier fahren, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar, und ich würde mich auch über jeden Kommentar freuen, der mir zeigt, ob ich auf dem richtigen Weg bin, und ich würde mich sehr über ein Abo freuen, weil ich habe im Moment 28 Abos, das ist ein bisschen wenig, aber ich bin auch erst seit 4 Wochen dran. Das ist, wie gesagt, mein neues Hobby. Ist halt so, wenn man im gewissen Alter ist und im Vorruhestand noch keine Enkel hat, weil die Kinder noch nicht in dem Sinne verheiratet sind. Also habe ich mir das Hobby genommen, weil ich sehr gerne Computer spiele. Dieses Spiel zu spielen, was ich auch schon über knapp 1500 Stunden spiele. Und jetzt natürlich jetzt in dem Vorruhestand viel Zeit habe. So, wie gesagt, ich würde mich über alles freuen. Gucken wir jetzt mal weiter, wie die Strecke geht. Hier sind einfache Bahnübergänge eigentlich, die reichen. So, in der nächsten Folge müssen wir dann gucken, dass Bad Würishofen dann auch das Brot geliefert kriegt. Und vielleicht auch in andere Städte. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich schon mal. Bleibt gesund, wenn nicht, werdet gesund. Ich lasse es noch ein Momentchen laufen. Aber ich verabschiede mich schon mal. In diesem Sinne, schöne Grüße, euer Donny.